Bitte begrüßt mit mir einen wunderbaren Handwerker, den Armin. Ja, das bist du. Ja, servus, ich bin der Armin. Wie gesagt, ich bin Tischler und arbeite jetzt auch einen anderen Beruf, aber ich habe auch überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich heute hier bin. Ich habe mir echt gedacht, dass ich heute arbeiten bin. Darum rede ich einfach frei heraus. Und ja, ich will euch einfach mal sagen, die das letzte Montagsthema mitbekommen haben, dass ich etwas emotional geworden bin. Das ist daraufhin zurückzuführen, dass ich mal sowieso schon seit ungefähr 4 Jahren mich alternativ mit alternativen Medien beschäftige und ich jetzt einfach mal für meine Mama und für meinen Papa einen kleinen USB-Stick gemacht habe, wo ich euch gesagt habe, erst im Internet gibt es auch das und das, das und das gebe ich euch. Ja, einige Videos halt, die ich jetzt nicht näher eingehen will, aber ich habe sie in eine gewisse Reihenfolge bringen müssen. Ich habe sie alle mit einem Link ausgestattet und ich habe sie mir alle nacheinander doch mal angeschaut. Und das war an einem Wochenende, an einem einzigen. Ich habe 3 Stunden lang geschlafen und das war viel, sehr viel. Und danach ist es einfach so rausgekommen, dass ich mich einfach emotional erbrochen habe, weil ich das Ganze einfach noch einmal Step by Step alles einfach noch einmal mitbekommen habe. Weil die anderen Videos habe ich einmal da mitbekommen, dann waren ein paar Monate Pause, habe ich da was mitbekommen, dann habe ich da was mitbekommen. Aber wenn ihr euch einmal die Zeit nehmt und ein paar Videos in einer Reihenfolge bringt und euch das dann anschaut, dann wird euch ein bisschen schlecht. Ein bisschen sehr schlecht. Ja, wie gesagt, dann bin ich eben sehr emotional geworden und habe dann halt noch gesagt, naja, machen wir einen kleinen Aftertalk im Motivpark und das war für mich das Schönste dann im Endeffekt. Weil da waren wir Leute von 20 bis, sag ich mal, 40, 50, die unterschiedlichsten Leute, von Studierte bis ich, bis Esoterik. Und das Schöne war einfach, dass wir alle zueinander gefunden haben. Es waren nicht so Diskussionen wie, zum Beispiel, wir haben immer über ein Bürogebäude geredet. Das war jetzt nicht so, ja, hey, wenn mir das Bürogebäude nutzlos ist, dann müssen wir zuerst das machen. Und da kommt der andere daher und sagt, nein, nein, das ist total falsch, wir brauchen das Gebäude. Nein, es war einfach so, Gebäude ist leer. Wie können wir das nutzen? Wir können die und die Räume einbringen, da könnte die und die Praxis vielleicht sogar rein. Und dann ist auf einmal einer draufgekommen und hat gesagt, ja, oben könnte man ja noch einen Garten hinbringen und einen Swimmingpool, geht sich locker aus. Der andere hat gesagt, jetzt leider ein Dach, Solaranlage. Es war einfach so, dass sich aus den ganzen Menschen, aus den 10 Menschen einfach eine riesige Idee ergeben hat. Wir waren alle derselben Meinung, also wir werden alle hier, also wir informieren sich alle mal alternativ. Wir bekommen hier die harten Infos, wie wir es ja vorhin mitbekommen haben, weil da dreht sich einem ja richtig der Magen um. Bin aber irgendwie drauf gekommen, das tut mir nicht so gut. Natürlich informiere ich mich und natürlich erste Priorität ist einmal Mahnwache, logisch. Aber wenn ich zu Hause bin, dann will ich mich mit dem nicht mehr so richtig auseinandersetzen. Ich bin mit dem bewusst, keine Frage, aber ich lasse mir von einem Spindelegger oder von einem Fehmarn sicherlich nicht meinen Feierabend verderben, aber sicher nicht. Dann mache ich lieber irgendwas Besseres. Aber am Montag bin ich da. Also wegkriegt er mich nicht. Ganz einfach, so ist es. Ja, wie gesagt, ich hab nichts vorbereitet. Ich sage einfach noch dazu, Aftertalk im Votivpark, wer nach der Demo Lust hat, die unterschiedlichsten Leute einfach miteinander reden. Einfach nur reden. Wir sind wirklich drauf gekommen, dass Reden die Leute zusammenbringt. Und wir sind sogar mit ein paar Leuten drauf gekommen, dass die Zeit wieder kommt, wo man sich Geschichten erzählt. Wo es nicht darum geht, ja hey, von welcher Quelle hast du das oder von wo und wo hast du das? Nein, es geht einfach nur darum, um die Geschichte. Und wer die Geschichte von 2 Montagsdemos kennt, eben mit dem Vogel in der Hand, die haben einfach anders interpretiert, so wie ich sie aufgenommen habe. Ich habe eine Woche Zeit gehabt, ich habe sie mir einfach im Kopf durchgehen lassen und ich habe es dann einfach frei wieder erzählt, aber ich habe die Kern der Aussage bewahrt, eben mit dem, ich habe keinen Vogel verwendet, ich habe einen Käfer verwendet. Ich habe so gesagt, ja, dann nimmt er eben den Käfer und dann fragt er mich, tot oder lebendig? Ich sage ganz einfach, weil er wollte mich ja immer, mir immer das Gegenteil beweisen, sage ich ihm ganz einfach, es liegt in deiner Hand. Und das sage ich immer, das ist halt die Quernsage dieser Geschichte, man muss sie nicht eins zu eins wiedergeben, es geht einfach darum, dass man selber in eine Geschichte die Emotion einfach reinbringt. Jo, ich habe euch alle lieb. Jeden Montag bitte, das ist das einzig Wichtige. Danke.